Moin, herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal Quertreiber. Heute sprechen wir mal über das Thema Reifen beim Mustang, beim Shelby und etwas über das Thema Traktionskontrolle und den einzelnen Fahrmodis, über die Abstufung der Traktionskontrolle. Ein kleines Vorwort noch am Rande. Falls du noch kein Abonnent des Kanals bist, einmal bitte abonnieren, Glocke nicht vergessen zu aktivieren, denn 75% meiner Abonnenten haben die Glocke nicht aktiviert und 70% der Zuschauer sind keine Abonnenten. Also tut mir doch bitte den Gefallen, dann habt ihr auch immer schönen neuen Content. Dann werdet ihr auch jedes Mal informiert, wenn ich was Neues hochlade. Meistens sind es ja doch sehr interessante Themen, oder Leute? So, dann kommen wir jetzt mal zu dem Thema Reifen. Und zwar, ich hatte ja einen Ford Mustang Baujahr 2015. Der hatte serienmäßig Pirelli P Zero montiert. 255 vorne und 275 hinten. Diese Pirellis haben ja nicht den besten Ruf in der Community. Lest ihr zum Beispiel im Mustang 6 Forum oder in der Facebook-Gruppe. Woran liegt das und warum kommt dieser schlechte Ruf bei den P-Zeros? Also, eins muss man mal feststellen. Die Kennnummer, der Kennbuchstabe bei den P-Zeros für den Mustang, das ist halt eine Ländergeschichte gewesen. Und zwar waren viele, nicht alle, für das Ursprungsland Mexiko. Und in Mexiko war die Mischung nicht wirklich auf Performance-Regenverhalten abgestimmt, sondern eher so auf Haltbarkeit. Man liest hier am Forum Laufleistung von 80.000 bis 100.000 für einen Reifen. Also ich finde das utopisch. Sind solche Laufleistungen bei einem Reifen komplett utopisch. Ich wechsle so eine Regel, je nachdem wie viel Burnouts ich mache, alle 7.000 bis 10.000 meine Reifen. 10.000, ja, maximal 15.000 Kilometer, dann war da aber auch kein Burnout bei, nur sportliche Fahrweise. Also der Pirelli P Zero war eher so auf Haltbarkeit getrimmt. Ich muss aber dazu sagen, dass ich wirklich sehr, sehr gut mit dem Reifen klarkam. Woran lag das? Es liegt wahrscheinlich, ich möchte mich hier nicht profilieren oder so, einfach daran, dass ich damit umgehen kann. Weil ich muss, und das liest man auch so, dass erfahrenere Fahrer mit leistungsstarken Autos und Heckantrieb und auch gerne mal mit Traktionskontrolle off-fahren, mit dem Reifen besser klar kamen. Jetzt muss man aber sagen, wo war die größte Schwachstelle bei dem Reifen? Die größte Schwachstelle bei dem Reifen war das Nassverhalten. Ich muss selbst zugestehen, es war ein bisschen tricky, aber es ist alles machbar. Ich bin aber nach 3 Monaten, nachdem ich meinen Mustang hatte, das erste Mal auf der Rennstrecke gewesen in Holland, auf einer kleinen, ich weiß nicht, ich schätze mal so Länge, so 1,5 bis maximal 2 Kilometer, eher so für Go-Karts, das war ein Mini-Cooper-Event, wo ich mit Freunden hingefahren bin, ich mit dem Mustang. Und dann, ja, Track Day für 20 Euro den ganzen Tag, warum nicht? Mustang, ballern, ab die Post. Nur scheiße, es hat geregnet in Strömen. Das war mir komplett egal. Ich kam damit wirklich sehr gut, klar. Dann bin ich natürlich nochmal Rennstrecke mit dem Reifen gefahren, als es trocken war. Der Reifen muss auf Temperatur kommen, aber sobald er auf Temperatur kommt, klebt er wirklich ausgezeichnet. Also das als kleines Fazit. Ich kenne dann natürlich auch noch einige andere Leute, die einen P-Zero nachgekauft haben.
mit der europäischen Kennnummer. Also ganz normal zum Reifenhändler gegangen und dann haben die halt die europäische Variante bekommen. Die ist mit der Werksbereifung nicht vergleichbar. Die ist komplett anders. Die hat ein gutes Nassverhalten und ein gutes Gripverhalten. Dafür ist die Haltbarkeit nicht so gut. Trotzdem erreicht der Reifen seine 40.000 bis 50.000 Kilometer. Ja, ganz bestimmt. Seine 40.000 bis 50.000 Kilometer, ganz bestimmt. Mein zweiter Reifen, also ich habe mehrere Pirelli P0-Sätze durchgeballert, weil die wurden ja so schlecht geredet in der Community, dass man die fast geschenkt bekommen hat. Und einem geschenkten Gaul schaue ich nicht ins Maul. Also habe ich die Sätze Reifen so für, ja, mein Limit war immer 200 Euro, den ganzen Satz gekauft. Und zwar nagelneu. Direkt beim Händler demontiert worden. Und dann habe ich sie abgeholt. Das war immer die Nummer. Und ja, war ein günstiger, guter Trackreifen, muss ich einfach so sagen. Da kann ich nichts Negatives sagen. Die nächste Evolutionsstufe, die ich dann durchgemacht habe, war der Hankook Evo V2. Sehr gutes, ja, also vom Grip-Niveau fand ich den nicht so gut wie den P0, aber das Nassverhalten war wirklich deutlich, deutlich besser. Ich muss auch wirklich sagen, dass ich den Hankook Evo V2 jedem empfehle, auch sportlicheren Fahrern, die nicht das letzte 10% suchen. Die einen guten Kompromiss, einen guten Alltagsreifen suchen, ist für mich so der Preis-Leistungs-Sieger. Als nächste Stufe hatte ich dann den Michelin 4S. Ich muss sagen, der hat im Prinzip trocken und nass nochmal eine Schippe zu dem Hankook draufgelegt. Man darf halt auch nicht vergessen, dass der Michelin, ich glaube, 30-40% teurer ist oder noch mehr als der Hankook. Muss halt jeder selbst wissen, ob er das letzte Quäntchen noch drauflegen möchte bei einem Alltagsreifen. Ja, Traktionskontrolle beim Mustang, muss ich wirklich sagen, die greift sehr spät und sehr ruppig. Ich bin kein Freund von der Traktionskontrolle beim Mustang, weil die ist mir zu undefiniert, zu unpräzise, sage ich mal so. Ich habe das auch auf der Rennstrecke mal versucht herauszufahren. Ganz schwieriges Thema. Also ich finde, die Traktionskontrolle ist nicht sehr gut gelungen. Da kann man aber leider auch nichts machen. Da müsst ihr euch mit arrangieren. Ich würde jedem am besten empfehlen, fahrt mal auf die Rennstrecke, am besten auch wenn es regnet, habt da keine Scheu, tastet euch einfach langsam ran, fahrt einfach ganz normal die Rennstrecke und schaltet mal die Fahrmodis durch. Das kann ich euch wirklich nur empfehlen. Schaltet die Fahrmodis durch und dann bekommt ihr, denke ich, einen guten Eindruck, wie die Traktionskontrolle Mustang wirklich funktioniert. So, das Thema Mustang habe ich jetzt damit abgeschlossen. Jetzt kommen wir zum Shelby GT350. Reifen. Wir fahren hier einen 295, 35, 19 und einen 305, 35, 19 Michelin Supersport rings, also vorne, hinten. Der Reifen gefällt mir gar nicht. Und zwar warum? Der Shelby ist ja ein wirklich sehr, sehr sportliches Fahrzeug. Das einzige Problem ist, dass der Reifen mit der Performance des Shelbys überfordert ist. Woran liegt das? Der Supersport ist von der Technologie kein aktueller Reifen. Also ich weiß nicht, ich glaube, dass der Supersport ungefähr vor sieben Jahren die letzte Entwicklungsstufe hinter sich hat. Der Nachfolger des Supersports ist ja der 4S. Jetzt haben wir aber ein Problem, wir Shelby-Fahrer. Und zwar kriegen wir keinen Reifen mit einem 35er Querschnitt. In den Dimensionen, also ein 305, 35, 19
Es gibt keinen. Es gibt nur den Supersport und den Pirelli P Zero. In Europa, das ist der Punkt, in Europa, die haben ja bei dem Shelby, bei dem Facelift, Ende 2018, ist ja der Michelin Cup-Reifen, Cup 2, die Serienausstattung geworden. In genau den gleichen Dimensionen mit einem 35er Querschnitt. Aber leider gibt es den Reifen nur in Amerika. Für sehr, sehr teures Geld. Ja, welche Option haben wir jetzt? Wir können natürlich einen 30er Querschnitt fahren. Obwohl ich nicht weiß, wie das so wirklich, wie das so fährt. Da spalten sich so ein bisschen die Lager. Manche sagen, es fährt gut, manche sagen, es fährt nicht so gut. Ich kann mir vorstellen, dass das letzte Lager recht hat. Also im Alltag. Auf Rennstrecke spielt das eher eine untergeordnete Rolle. Obwohl man verliert natürlich Komfort und auch die Dämpfer sind ja für einen 35er Querschnitt abgestimmt worden. Was ja dann wieder im Umkehrschluss schlecht für die Fahrwerksgeometrie ist. Von daher, schwieriges Thema. In Amerika hat man den Cup 2 und den Hoosier-Reifen, meine ich. Also man hat in Amerika auf jeden Fall ein paar mehr Optionen. Was machen wir jetzt? Also wenn die Reifen runter sind, muss ich eine Alternative haben. Ich bin aber auch schon dran an einer Alternative. Ich bin mit einem Importeur für Motorsportfelgen in Kontakt, der auch Sportreifen in Europa vertreibt. Und er möchte sich dem Thema mal annehmen und versucht, den 305 35 19 Cup 2 in Europa zu vertreiben. Also er importiert die. Sind dann natürlich einen Tacken teurer, aber dadurch, dass er natürlich eine große Menge importieren kann, wiederum günstiger, als wenn man das über einen Selbstimport macht. Ich bleibe da auf jeden Fall dran für euch. So, dann kommen wir jetzt mal zur Traktionskontrolle, zu den Fahrmodis im Shelby. Ich muss sagen, es ist krass. Ich bin ja auch im Racepark Meppen im Regen gefahren, das habt ihr ja gesehen. Und dann habe ich auch spaßeshalber mal die Fahrmodis durchgeschaltet. Ich bin angefangen im Fahrmodus Wet, also Regen, Nass. Da kriegt man das Heck nicht zum Ausbrechen. Da kannst du machen, was du willst, du kriegst es nicht hin. Also ich habe es nicht hinbekommen. Aber auch sehr feinfühlig. Also man spürt das praktisch gar nicht, den Eingriff. Man sieht die Lampe vorne leuchten. Und man merkt natürlich, dass er Leistung runterregelt. Das merkt man schon. Aber sonst merkt man da wirklich sehr, sehr wenig. Im Normalmodus lässt er mehr zu. Aber der lässt nicht zu, dass du die Kontrolle verlierst. Das gleiche im Sportmodus und im Trackmodus. Im Trackmodus ist die Traktionskontrolle stark runtergeregelt. Aber nicht aus. Also, ich habe es wirklich drauf angelegt. Ich habe versucht, das Auto wegzuschmeißen. Ich habe es nicht hinbekommen. Erst als ich dann die Traktionskontrolle komplett ausgemacht habe, habe ich es geschafft, das Fahrzeug querzustellen. Aber selbst das ist kein Problem, weil er so feinfühlig ist in der Lenkung, dass es kein Problem war, den Drift zu kontrollieren. Das ist der Punkt. Der Mustang ist ja viel ruppiger. Ist da, wie sage ich das, wie ein wildes Pony. Der Shelby ist da eher so wie ein galantes Springpferd, das dressiert wurde für solche Bereiche. Also das ist wirklich ein himmelweiter Unterschied. Ja, also halten wir jetzt einfach mal fest. Meine Empfehlung für den Mustang ist im Alltag der Hankook Evo V2. Und beim Shelby müssen wir noch gucken.
Eine kleine Anmerkung. Ich wollte das eigentlich eben schon machen, aber ich mache es jetzt. Wenn ihr noch ein bisschen tiefer in die Materie Reifen bei Mustang reinkommen wollt, vor 2 Jahren hat ein YouTube-Kollege mal die 3 großen Reifen miteinander verglichen, also die Pirelli P-Zero Werksausrüstung, den Hankook Evo V2 und den Michelin miteinander verglichen auf einem Fahrsicherheitszentrum mit nasser Fahrbahn. Ich verlinke euch das Video einfach mal unten. Und er hat mal den P-Zero, die Werksausrüstung, mit einem, ich sag mal, relativen No-Name-Reifen verglichen. Und zwar einen Gitti. Die Videos sind etwas länger, weil er es wirklich sehr ausführlich gemacht hat. Meine Props an dich. Solche Videos kann halt nicht jeder machen, weil nicht jeder den Zugriff auf so eine Strecke hat und auch die Möglichkeiten hat. Also meine Props wirklich an dich. Und zwar heißt der Kanal Pony Oh Nice. Ich verlinke euch den natürlich unten und auch einmal die Videos. Lohnt sich auf jeden Fall, sich die Videos einmal anzuschauen. Lohnt sich wirklich, die Videos einmal anzuschauen. Die sind sehr, sehr informativ. Ja, das ist, denke ich, jetzt ein gutes Schlusswort. Damit haben wir das Thema abgearbeitet. Wenn ihr noch so interessante, ausführliche Themen habt, schreibt sie mir unten in die Kommentare. Dieses Video ist jetzt wirklich sehr, sehr spontan entstanden, weil heute mich ein Abonnent, wir hatten in den Kommentaren, kamen wir irgendwie auf das Thema zu sprechen. Ich habe ihm geantwortet, aber das ist jetzt einmal die ganz ausführliche Variante. Meine Erfahrung, es ist halt immer schwierig, sowas zu testen, deshalb lege ich euch wirklich die beiden Videos ans Herz. Könnt ihr euch abends, esst eine Pizza, esst Pasta oder so, gehen beide zusammen knapp 1 Stunde insgesamt. Lohnt sich aber wirklich, wirklich. So, zu guter Letzt nochmal die Mitteilung. Wenn du noch kein Abonnent dieses Kanals bist, lass mir doch bitte einmal ein Abo da. Aktiviere die Glocke, auch wenn du bereits ein Abonnent bist. Lass uns über interessante Themen, die dich beschäftigen mit dem Mustang, einmal in den Kommentaren schreiben oder mit dem Shelby. Kommunikativ. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir einen Daumen hoch da und dann sehen wir uns nächste Woche Mittwoch wieder. Bis dahin, euer Quertreiber. Ciao.